Ich bin Caroline Vogel, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Bühl. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und mache jetzt ein FSJ hier bei der Lebenshilfe in der WDL. Und ich tanze schon seit ich 5 Jahre alt bin. Mein größter Traum ist es, beim Stuttgarter Ballett einmal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Der Blick hinter die Kulissen? Für Caroline ein unvergessliches Erlebnis, weil Julia Weiland vom Stuttgarter Ballett etwas ganz Besonderes arrangiert hat. Und dann ist ein Kutsche mit Alicia, unserer ersten Solistin. Ja, also komm gern rein. Danke. Eine Hobbytänzerin trainiert von einer prima Ballerina, das hat es hier noch nie gegeben. Ja, ich bin mega aufgeregt und ich freue mich. Ich bin gespannt darauf, was ich jetzt als nächstes sehe und wie es, ja, ob es meinen Vorstellungen auch so entspricht. Einfach ganz viele Tänzer auf einem Haufen zu sehen und die zu beobachten, anzuschauen, ja. Zuerst darf sie zuschauen, bei den Proben zur Abendaufführung. Ich bin hier reingekommen und der Moment war so, wow. Auf einmal ist man dann so von jetzt auf gleich mittendrin im Geschehen und man sieht die wirklich bis auf einen halben Meter steht man daneben dran und die tanzen auf dich zu und das ist einfach Wahnsinn, weil man die Füße, den ganzen Körper, die Spannung, der Gesichtsausdruck, Arme, Hände, Fingerspitzen, alles einfach sieht. Fasziniert ist Caroline besonders von den Starsolisten Friedemann Vogel und Alicia Amatriain. Die prima Ballerina gibt Caroline gleich ein Einzelcoaching. Alicia lebt das, was für Caroline ein Traum geblieben ist. Beim Ballett ist es ja so, dass eigentlich der komplette Körper perfekt mitspielen muss. Und das war halt bei mir von Anfang an nicht der Fall. Der Traum war auf jeden Fall da, aber irgendwann musste ich dann halt auch andere Prioritäten einfach setzen. Hi. Alicia. Das ist Caroline. Alles okay? Ja. Ja? Was willst du machen? Ja, so ein paar Grundübungen einfach so. Machen wir was Einfaches. Ja. Nicht zu schwer. Ja. Okay, gut. Ich bin auch aufgeregt. Ja. Na, Quatsch. Es war ein schöner Moment, weil es einfach so persönlich und nah war. Irgendwie so eine große Tänzerin, die so oft auf der Bühne steht. Und dann steht man vor ihr und sie gibt einem Tipps. Und man trainiert mit ihr zusammen, redet mit ihr. Das ist so ganz persönlich. Und ja. Bye. Du hast sehr gute Musikalität. Das sieht man nicht oft. Dein Kopf muss von hier so schnell wie möglich auf die andere Seite. Alles kann man mit einem kleinen Lächeln machen, ja? Nicht zu viel. Bisschen lächeln, ja? Gut. Hammer. Ja, das ist das Einzige, was mir so einfällt. Also ich bin so komplett motiviert gewesen und auch zu zeigen, ja, ich kann auch ein bisschen was. Ich habe alles gegeben. Ich glaube, ich habe in so kurzer Zeit noch nie so viel geschwitzt wie jetzt. Aber gut, das gehört dazu. Und dann gibt es noch ein Foto mit Star-Tänzer Friedemann Vogel. Das drücke ich natürlich aus und es kriegt einen ganz besonderen Platz über mein Bett.